Edge Computing. Was ist das jetzt wieder für ein neues Buzzword? Ständig tauchen Produkte mit der Bezeichnung Edge Server, Edge Device, Edge Computing auf. Was kann das heißen? Edge Computing beschreibt eine verteilte Netzwerktopologie, in der Informationen am Rande des Netzwerks verarbeitet werden, wo Maschinen und Nutzer sie auch entstehen lassen. Dabei positioniert Edge Computing die gebrauchte Rechenleistung so nah wie es nur geht, um zu verhindern, dass große Datenmengen erst über das Internet über weite Strecken bis zu einem Server geroutet werden müssen. Geräte, die sonst vollständig von einem Cloud-Server abhängig gewesen wären, können nun einen Teil ihrer Daten vor Ort selbst verarbeiten. Ein Beispiel sei eine Überwachungskamera, die Bilderkennung selbstständig vornimmt und erst Daten aufnimmt, sobald Änderungen im Video erkennbar sind. Fortgeschrittene Machine Learning Systeme, die viel Rechenkompetenz beanspruchen, würden nach dem Paradigma Edge Computing nun von einer virtualisierten Cloud-Instanz beispielsweise auf ein lokales Gerät verlegt werden. So hätte ein Machine Learning-basiertes Regelsystem eine viel geringere Latenz und wäre nicht von Internetverbindungen abhängig. An sich ist der Lokalitätsgedanke hinter Edge Computing nichts Neues. Jedoch hat sich der Begriff in den letzten wenigen Jahren etabliert, um die Infrastruktur hinter dem Internet of Things zu beschreiben. Wenn man im Internet nach Schaubildern sucht, die eine Edge Computing Topologie beschreiben, dann findet man etwas in dieser Art. Zunächst brauchen wir aber ein paar einfache Begriffsdefinitionen. Es gibt Edge Devices. Edge Devices sind eingebettete Geräte, an denen Daten anfallen, Nutzerinteraktionen stattfinden oder Maschinen gesteuert und geregelt werden. Hier werden vor allem sehr viele Rohdaten erfasst und über das Netzwerk weitervermittelt. Edge-Server stehen in lokalen Netzwerken bereit und verarbeiten die Requests der Edge-Devices. Edge-Computing schafft somit eine weitere Vermittlungsebene zwischen großen Internetinfrastrukturen und den eingebetteten Geräten. Das Konzept des Edge-Servers kann auch ein bisschen anders verstanden werden. Eine wachsende Branche bietet Edge Server as a Service an. Anbieter werben damit, in kleinen Ballungszentren hochverfügbare Mikrodatenzentren parat zu halten, sodass serverabhängige Anwendungen nicht zentral in einem Server gehostet werden, sondern an verschiedenen Standorten in verschiedenen Servern. Dadurch lässt sich die entfernungsbedingte Latenz durch Serveranfragen verringern. Schließlich wäre der Weg bis zum nächsten Server nicht mehr so weit. So die Idee. Am anderen Ende der Hierarchie befinden sich große Datenzentren. Cloud-Server, die wiederum den Edge-Servern übergeordnet sind, sammeln von diesen Daten ein und erlauben es, Edge-Netzwerke entfernt zu rekonfigurieren. In Schätzungen von Herstellern wird die Anzahl der eingebetteten Geräte mit Netzwerkfähigkeit um Größenordnungen auf etwa 100 Milliarden bis 2022 anwachsen. Bestehende Netzwerktopologien seien überlastet und ließen es nicht zu, neue Technologien zu skalieren. Es muss festgestellt werden, dass eine immer größere Anzahl an Geräten mit Rechenleistung den Verwaltungsaufwand steigen lässt und somit auch die Möglichkeiten für Fehlkonfigurationen vergrößert werden. Das schafft den Bedarf, einheitliche Standards zu entwickeln, um eine große Klasse an Geräten einfach handhaben zu können. Das bringt gleich zwei große Vorteile verglichen zu einem herkömmlichen Client-Server-System mit sich. Lokale Dienste haben eine geringere Latenz, wenn sie ihre Rechenanfragen selbst beantworten, statt auf leistungsstärkere, aber entfernte Rechenzentren rückgreifen müssen. Man muss sich vor Augen halten, dass Daten, die sich idealisiert mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, in einer Millisekunde lediglich 300 Kilometer überwinden können. Wenn ein Großteil der Rohdaten gleich in einem eingebetteten Gerät oder in einem Edge-Server verarbeitet werden und nur die beachtenswerten wichtigen Ergebnisdaten zu einem Server gesendet werden müssen, verringert sich auch die Netzwerklast pro Gerät. In Situationen mit schlechter Konnektivität oder in Netzwerken mit einer sehr hohen Zahl an Teilnehmern ist das von großem Vorteil.
Wie hat das jetzt alles mit Luft- und Raumfahrt zu tun? Welchen Einfluss haben Edge-Technologien auf die Luft- und Raumfahrt und wie können sie uns dort helfen? Satellitensysteme sind eingebettete ETV-Systeme par excellence, die ihre Missionsziele in engen Link- und Energiebudgets erreichen müssen. Die Menge an Daten, die vom Orbit eines LEO-Satelliten zurückgesendet werden kann, ist offensichtlich von der Bandbreite des Kanals und der Linkdauer weniger Minuten mit der Bodenstation begrenzt. Es bietet sich an, eine große Menge an Rohdaten, die beim Betrieb von Satellitennutzlasten anfallen, direkt im Orbit zu verarbeiten und nur die fertigen Ergebnisse zum Bodensegment zu schicken, um den Anteil an verwertbaren Erkenntnissen pro Satellitenlink zu vergrößern. Ein passendes Szenario, in dem Standardkomponenten der Industrie verwendet werden, elaboriert folgendes Paper von 2019. Die Fallstudie bespricht die Borddatenverarbeitung eines möglichen 3-Unit-CubeSats, der autonom interessante Bodenmerkmale aus Kameraaufnahmen filtern soll, sodass eine Konstellation dieser CubeSats effizient über das Link-Budget einer einzelnen Bodenstation skaliert werden kann. Es wird festgestellt, dass die Datenbandbreite von Nanosatellitenkonstellationen durch die Linkzeiten aller Satelliten derselben Bodenstation limitiert sind, da jeder Satellit nur einen kurzen Zeitraum von ca. 10 Minuten hat, um seine Nutzdaten zu übertragen. Infolge müssen die Nutzdaten bis zur nächsten Datenübertragung im Satellit gepuffert werden. Dadurch entsteht unweigerlich eine große Latenz zwischen Datenaufnahme und Verarbeitung. Hinzu kommen weitere Schwierigkeiten, die die Funkstrecke zwischen Bodenstation und Satellit beeinträchtigen. Zitat: Downlinks sind häufig unzuverlässig. Einige Nanosatelliten hätten einen Paketverlust von 88%. Eine vorgestellte Onboard-Auswertung der Kameradaten würde den Bandbreitenbedarf um eine Größenordnung reduzieren. Nach eigenen Parametern stellt das Forschungsteam fest, dass ihre simulierte Konstellation für 1000 Satelliten statt 112 nur noch 9 Bodenstationen benötigt, da der vorgeschlagene Satellit nur noch 30 Sekunden Linkzeit statt 10 Minuten bräuchte. Um Edge Computing direkt im Satelliten umzusetzen, bedarf es neuer Bordcomputer, die große, datenhungrige Anwendungen wie Computer Vision gewachsen sind. Historisch schloss sich das bei Größenbeschränkungen eines kleinen CubeSat und seinem Energiebudget von maximal 10 Watt aus. So ließe sich der Satellit auch nur als Teilnehmer eines größeren Netzwerkes betrachten, wo er zwischen Sensoren und Bodensegment als Netzwerk mit eingebauter Intelligenz dient. Neue Prozessorentwicklungen, die vor allem aus Energiebeschränkungen des Mobile Computing und dem Leistungsbedarf des Machine Learnings getrieben wurden, führten zu eingebetteten Computersystemen, die speziell für Edge Computing Anwendungen im industriellen Umfeld entwickelt wurden. Ehemals Workstation-spezifische Anwendungen können nun bei niedrigem Energieverbrauch auf eingebetteten Systemen durchgeführt werden. Im Paper wird der Jetson TX2 aus NVIDIAs Embedded-Sortiment vorgeschlagen. Der Jetson TX2 ist darauf ausgelegt, High-Performance Computer Vision und Machine Learning-Aufgaben bei einem geringen Stromverbrauch von 5 bis 10 Watt zu bewerkstelligen. Das System-on-a-Chip-System wird auf einem Modul geliefert und ist speziell entwickelt, marktübliche Frameworks wie OpenCV, TensorFlow und PyTorch hardwareunterstützt auf einer angepassten Linux-Distribution auszuführen. Untersuchungen einer anderen Studie halten fest, dass das Computerboard für Anwendungen im LEO ausreichend gegen kosmische Strahlung resistent ist. Die Hardwareunterstützung erlaubt es solchen Edge-Geräten, Berechnungen mit geringerem Stromverbrauch und schneller in engeren Realtime-Schranken auszuführen. Kosten von 3 bis 400 Euro pro Modul und das große Software-Ökosystem machen es attraktiv, Geräte wie dieses in einer Vielzahl von Anwendungen zu integrieren. So lassen sich für eine Erdbeobachtungsmission beispielsweise Satellitenbilder frühzeitig verwerfen, auf denen Wolken verhindern, das Bild auszuwerten.
Eine weitere Anwendung für Orbital Edge Computing Systeme könnte in einem Katastrophenfall aus Satellitenbildern direkt Koordinaten von beschädigten Gebäuden ermitteln und diese zeitig dem Katastrophenmanagement übermitteln, statt mit rohen Bilddaten den Empfangskanal der Bodenstation zu überlasten. Der Zahl der Anwendungen, die der eingangs genannten Smart-Überwachungskamera-Analogie entsprechen, sind keine Grenzen gesetzt. Es ist nicht nur die Entwicklung von großen Singleboard-Computern, wie der eben genannte Jetson von Nvidia, der durch Edge-Computing begünstigt wird. Die Zahl der Mikrocontroller, die mit Netzwerkkonnektivität wie Wi-Fi und Bluetooth auf den Markt kommen, wird jedes Jahr größer. Komplexe Kommunikationsprotokolle wie WLAN setzen in Mikrocontrollern große Rechenkapazitäten voraus. Sie haben wenige 100 Kilobyte an Arbeitsspeicher und einen Prozessortakt unter 100 MHz, sprechen viele Protokolle und haben schnelle Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandler. Der ESP32, der durch viele Hobbyprojekte in der Maker-Community zu großer Bekanntheit geraten ist, verfügt über zwei Low-Power Extensor 32-Bit-Prozessoren und 500 Kilobyte internen RAM. Abgesehen von üblichen Protokollen wie SPI, UART und I2C besitzt der Mikrocontroller die Fähigkeit, über WLAN und Bluetooth zu kommunizieren und deckt ein breites Anwendungsspektrum ab. Die ARM Cortex-M-basierte STM32-Familie besitzt ebenso leistungsstarke Mikrocontroller wie den STM32-H7. In 2020 hat das Arduino-Projekt ein Mikrocontroller-Board für industrielle Edge-Anwendungen herausgebracht, das auf dem STM32H7 basiert, welcher durch seine Leistung und Hardwarebeschleuniger für einen Mikrocontroller große Datenmengen vor Ort verarbeiten kann. Man kann beobachten, dass der Trend zu Edge-Computing-Systemen schnellere Prozessoren und Hardwarebeschleunigung in High-Level Embedded Low-Power Linux-Computern und Low-Level Embedded Anwendungen auf Mikrocontrollern günstig machen wird. Mit Sicherheit werden weitere leistungsfähige und robuste Produkte erscheinen, sodass kleine Unternehmen, Hobbyisten und angrenzende Fachbereiche aus einer Vielzahl verfügbarer Systeme auswählen können. Heute haben wir gelernt, was Edge Computing alles bedeuten kann. Das Buzzword beschreibt im weitesten Sinne einen Trend zu lokalen Datenverarbeitungen und wird sicherlich die Folge von vielen Prozessoptimierungen sein. Als willkommene Nebenwirkung wird eine breite Palette an hochoptimierten Hardware-Systemen erschwinglicher werden. Bis jetzt handelt es sich um einen noch wachsenden Bereich, doch eine große Front an Anbietern und Herstellern richtet sich auf diesen neuen Trend ein, sodass man noch einige Neuerungen erwarten kann. Cheers! Das war ein Videoseminar von Sebastian Kind.